Yo YouTube, was geht ab? Mustihaft hier, aka Multihaft, aka der Großschwänzige, ich hab kurz vergessen. Wegen Baran mit 5 Gifte Zaps, Digga, ich küsse dein Herz, alle ein Weh bitte. Wir reagieren heute auf unseren Brü Luan. Ja, er hat vor 9 Tagen, wir reagieren jetzt auf das Video vor 9 Tagen, ist jetzt echt ein bisschen her, aber die Videos werden nie alt, sagen wir es mal so. Wir reagieren auf dieses Video mit dem Titel, sie haben nach dem Video, was ist das für ein Titel, Digga? Sie haben nach dem Video gejallert, so, ne? Das steht da halt, Bruder, das steht da, so. Ja, wir reagieren auf das Video, wir lassen uns überraschen und let's go. Ich hab keine Worte, der hat mit meiner Freundin rumgeleckt. Ja, ich hab mit deinen Freundin rumgeleckt, ne? Bruder, ihr seid einfach 13, Bruder. Ihr seid einfach 13. Als Black Ops 2 rauskam, ihr wart noch Samen, Bruder. Ich kann nicht. Ich kann das einfach. Ja. Hast du eine Schwester? Ich mach mit dir auch, wenn du willst. Was für mein Typ, Digga. Ich wär besser sterben, als mit dir zusammen zu sein. Wie ich ansage. Stickete Pinjenuk, Kudrake Pinjenuk. Ich zeig dir Afrika. Was sagt der? Was war das gerade? Spanische Banane. Bruder, die ist gebaut wie ein Spriteflasche. Bitte einmal deine. Er ist hässlich in meinen Augen. Ich sag's mal. Er ist hässlich in meinen Augen. So eine Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber bei deiner Geburt hat man's auch gesehen. Guck mal, Luan, mein Bruder. So. Bruder, wir verstehen uns, ne? Wir sind so, du weißt selber, Bruder. Du musst mit den Leuten das vorher abklären, Bruder. Nicht irgendwelche Leute einfach so mit reinbringen, Bruder. Die sind dann richtig dumm in Videos und wollen das dann rausgeschnitten bekommen. Nein, du musst es vorher mit denen abklären, Bro. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil die wahrscheinlich minderjährig sind. Da macht's so, da ist es halt ein bisschen schwieriger so. Aber Bruder, diese Zensieren und so, das macht Kopf kaputt auf Dauer. Was geht, Leute? Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist wieder Smash or Pass angesagt. Guck mal, wo wir sind. In dem Untergrund. In der Hölle von Frankfurt, genau. Ja, heute haben wir ein paar mehr Leute dabei. Neue Gesichter auch am Start. Ja, ich habe nebenbei gevloggt, wie ein Smash or Pass zustande kommt. Das war schwer, weil mein Instagram wurde gesperrt. Deswegen hier mein neuer Instagram-Folgen. Und mein alter Instagram-Folgen, falls wieder da ist. Auf jeden Fall filmen die Jungs. Oh nein, Digga. Kartitan ist wieder am Start. Oh, ich kann nicht, Bruder. Warum ist er in jedem Video, Bruder? Das ist crazy. Und jetzt filmen die Mails. Und jetzt filmen die Mails. Die denken einfach, das ist ein Kurzvideo. Seid ihr jetzt nicht für 15 Minuten vor der Kamera? Wollt ihr so die ganze Zeit machen? Wer bist du? Ich bin der Jig aus Nürnberg. Ich bin von Nürnberg gekommen, als Smash und Pässe zu drehen und ein bisschen mit Kumpel zu bleiben. Aber heute bin ich mit dir, Bruder. Wer ist meine Lübe, Bruder? Wer bist du? Wo soll ich anfangen? Links oder rechts? Machen wir von links. Hi. Hallo. Wer bist du? Xenia. Wie findest du ihn? Xenia, wie alt bist du? Das interessiert mich sehr gerne. Wie alt bist du? Bist du 13, 14? Bist du 11? Also guck mal, sie sieht so gut aus. Ja. Aber ich mag ein bisschen seinen Style nicht. Warum? Keine Ahnung, die Schuhe. Okay, warte. Wollen wir jetzt schon mal wetten, obwohl ist jemand im Video klein? Ich glaube nicht, ne? Safe 13, safe 15, 16, 13. Alle schreiben 13, Bruder. Ihr habt ja mehr Informationen als ich, Digga. Es gibt so viele Leute, immer nach diesen Reaktionen, so, Leute schreiben mir auf Instagram privat, ey Bruder, sie ist 13, sie ist meine Nachbarin. Bruder, es ist crazy, walla. Es ist wirklich crazy, Bruder. Ich bekomme das halt immer im Nachhinein mit. Manche machen sogar so Faxen, Bruder, die sagen so, soll ich ein Video von ihr heimlich machen oder soll ich sie schlagen und soll ich dir das als Video schicken? Steht mir so, Digga, seid ihr behindert? So, habe ich euch das beigebracht in der Vergangenheit, Chat? Bin ich so ein schlechter Mensch, dass ihr erwartet, dass ich euch zu denen schicke, damit ihr irgendwas macht? Hä? Hört auf mit so einer Scheiße. Gefallen mir irgendwie nicht, aber der ist sympathisch, aber nicht mein Typ, so ein bisschen, ja. Wie findest du den Hund? Sieht so süß aus. Ja? Ja, der Hund mag ich. Also du würdest passen, oder? Ja. Ja? Aber so auf nett so, auf nicht nett? So, ja. Hast du gehört? Es ist eine hübsche Frau, warum alle Frauen in der Welt... Au, 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 au. Ja, okay, wie findest du sie? Ich sag, sie ist eine hübsche Frau, aber ist auch nicht mein Typ, warum ist sie zu klein? Aber alle Frauen... Ah, zu klein, jetzt schon erwähnt. Und sind hübsch, kann man gar nichts dazu sagen. Sie ist eine schöne 8,5 von 10, aber ich muss auch besser sagen, warum ist sie zu klein. Respectfully, voilà. Habt ihr eine Regelgenehmigung? Nee. Aha, oh mein Gott, das erste Mal ist es bei einer Straßen-Tinder-Frankfurt-Folge passiert, dass jemand nach Drehgenehmigung fragt. Crazy. Mal gucken, wie Luan drauf antwortet. Jetzt bin ich gespannt. Okay, dann lass oben weitermachen. Leute, wir wurden da unten rausgeschickt, weil wir keine Drehgenehmigung haben.
Egal. Richtig unnötig. Egal, wir machen weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Da oben habt ihr eigentlich auch gar keine Drehgenehmigung, aber machen wir weiter, Brü. Bei ihr. Sie ist hübsch, alle Frauen sind hübsch, aber ich muss wissen, warum sie ist klein und ich wohne halt nicht hier. Hallo. Hallo. Ja, du. Nicola. Nicola. Ja. Findest du ihn? Er ist nicht mein Typ. Was ist dein Typ? So Locken oder Seitenscheitel halt und er ist halt nicht mein Typ. Er steht halt schwul, was soll ich dir sagen? Er steht halt schwul. Ja, moin, Digga. Ey, Walla, ich will nichts sagen, Bruder. Wie gesagt, die ist bestimmt 12 oder so. Aber mir fallen gerade sehr viele harte Sachen ein, Digga, die ich jetzt einfach mal nicht sage. Was? Was? Du bist groß so wie... Du kommst, wenn du so stehst auf mein Digga, du kannst mir jetzt eine blasen, Alter, Digga. Wie redest du? Ist das dein Typ? Was für mein Typ, Digga? Ich wär besser sterben, als mit sie zusammen zu sein. Nein! Was ist dein Typ? Digga, mein Typ sind so blonde, auch brunette und so weiter. Aber Argentina, Bro. Egal. Argentina. Was sagst du dazu? Argentina. Oder was hat er gesagt? Es ist einfach lustig, weil die haten lieber aussehen so mäßig und sagen, die sollen deren Ding da in den Mund nehmen, aber wissen selber nicht, was für einen Wert die haben, so mäßig. Also was für Wert eine Frau hat. Hallo. Hi. Wie geht's? Gut, dir? Was? Also, ganz kurz, um eine Sache klarzustellen. Wenn du mit 13 bei einer Frankfurt-Tinder-Folge dabei bist, dann hast du gar, in meiner Augen gar keinen Wert mehr. Aber davon abgesehen, so, Bro, wie Wert? Du bist 13 Jahre alt, ja, nee, du hast nicht mal irgendwas erlebt, du bist nicht mal volljährig. Man kann bei dir nicht mal über Wert reden, man redet noch über Kindlo. So, was hast du erlebt, Jani? Ich weiß, Bruder. Wer bist du? Ich bin die Anni. Wie findest du ihn? Süß, eine Frau. Aber wissen selber nicht, was... Wie geht's? Gut, dir? Wer bist du? Ich bin die Anni. Wie findest du? Wer bist du oder wie alt bist du? Zu ihm. Süß, aber nicht so mein Typ. Wieso? Ich halt auf trainierte Typen. Er ist doch trainiert, der ist MMA-Fighter. Ich hab gar nichts gehört, aber okay. Sie sagt, sie steht auf trainierte Typen. Alle Frauen können seine Meinung geben. Ich gebe auch meine Meinung. Okay. Sie ist auch nicht mein Typ. Sie ist hübsch, alle Frauen sind hübsch. Kann man gar nichts dazu sagen. Ja. Sie ist halt nicht mein Typ, sie hat nicht so hart geschissen und so weiter. Also geht nicht geschissen. Halt dann nicht so. Sagt nur, pass auch, mag ich nicht. Hat mich gefreut. Korrekt, Walla. Der Junge war ganz entspannt. Ich weiß nicht, was mit seiner Nase los ist. Aber ja, der hat im Gegensatz zu anderen Leuten noch ganz okay geredet. Ich auch. Aha, Eck-Titan am ist wieder da. Oh, der Deutsche ist hier wieder. Der Deutsche ist da. Es geht. Nichts bei dir? Nichts, schön, ja. Du weißt, was du machen musst? Ja, bewerten Smash. Links oder rechts? Muss ich anfangen? Links. Was sagst du zu Ecktube? Der Deutscheste von den Deutschen. Ich mag seinen Style nicht. Ich mag auch sein Gesicht nicht. Und ich kenne den deswegen nein. Wieso? Was magst du an ihm so nicht? Also wie der redet. Der redet doch ganz normal. Nein. Im Gegensatz zu den anderen. Der ist mir viel zu deutsch. Brauchst du was Ausländisches? Ne? Ja. Was bist du für... Was laberst du? Ich bin Deutsch-Mexikaner. Ich bin halb... Ballmann, und? Dafür habe ich... Guck mal, wie du aussiehst, bitte. Du sagst Deutscher, aber der Deutsche hat mehr Geld als du. Halt deine F***ung, guck mal. Bruder, ich bin wie immer sprachlos, Walla. Ich lasse hier gerade einfach zwei Kinder miteinander reden. So, ich guck mir das einfach nur an. So, kennt ihr das so, Bruder, wenn ihr zum Beispiel so, ihr seid draußen, ihr seht so, Kinder streiten sich. Ihr denkt euch als Erwachsener, ich muss eigentlich dazwischen gehen. Ich muss eigentlich helfen und sagen, hört auf. Aber manchmal guckt ihr euch das einfach auch von Weitem an und denkt euch so, okay, wer fällt als Erster auf den Boden? So, ihr guckt so ein bisschen. Jetzt gerade, ich hatte diese Situation einfach. Mann, Junge, geh mit ihm nur Schuhe holen. Ich bin Kanalreiniger. Was mach, ich mach gerne Kanäle sauber. Guck mal die an, Digga, mit deinen Mettfingern, Alter. Was? Junge, ich hab... Junge, guck mal bitte dein Outfit an. Was hast du da an, Junge? Diese Jacke ist länger als mein Leben. Junge, die Jacke ist schön, Alter. Was willst du? Von meiner Mutter extra. Ich trag das mit Stolz, ne? Die Jacke von meiner Mutter. Was kriegst du, Digga? North Face, Alter. Bist auch North Face. Warte, du hast gesagt, seine Jacke ist lange. Aber schau mal, weißt du, warum ich gebe ihm recht? Das hat seine Mutter geschenkt. Und so gebe ich ihm recht. Und ich gebe... Aber schau mal, warte, lass mich was sagen. Warte, halt deine Scheiße jetzt. Schau, Mutter geht. Diese Jacke kostet 1000... Ich kann mir 1000% sicher sein, dass diese Jacke mehr wert hat. Also ich sag mal eine Sache. Ich begebe mich nicht auf dieses Niveau. Soll sie machen, was sie will. Ich, ist nicht mein Typ, aber ich... Einfach nein, einfach Pass. Einfach Pass? Ja, soll ich noch dazu sagen? Bei dir auch. Ein freundliches Pass, komm. Guck mal, ich sag dir so, ich kenne ihn von sehr vielen Videos und ich habe auch schon mal mit ihm ein Video gemacht und er ist gegen Religion gegangen. Guck mal, ich sag dir so, er kann eigentlich nett sein, aber sein Aussehen ist nicht so meins. Aber das ist süß von ihm eigentlich mit seiner Jacke von seiner Mutter und so, deswegen eigentlich ein freundliches Pass, aber er ist halt korrekt. Nettes okay, Bruder, guck mal, der da im Hintergrund, ich habe dich gerade noch gut geredet, Bruder, scheiß nicht rein. Wort auf jeden Fall von ihr, also ist nicht mein Typ, aber ja, so freundschaftlich Kaffee trinken. Ja, aber mehr auch nicht, was soll ich dazu sagen halt, ne? So. Und wenn ich gegen...
Er ist nicht so mein Typ, aber er sieht nett aus und ich finde es auch süß mit der Jacke von seiner Mutter. Dankeschön, Dankeschön. Du bist auch toll, aber nicht mein Geschmack, nichts gegen dich. Ich stehe ja so auf dunkelhäutige, so braune Haare. Latina. Ah, Latinas nicht, die sind mir zu anstrengend. Aber so auf. Hast du schon Latinas? Nein, Marokkanerin, auf sowas stehe ich. Ah. Bruder, eine kurze Frage. Bist du eigentlich normal? Wie kannst du nicht auf Latinas stehen? Bruder, die sind mir zu anstrengend und meine Landsleute. Nee, du bist doch Deutscher. Ich bin Deutsch-Mexikaner, Bruder, ist was anderes. Wie kannst du nicht auf... Bruder, ich werde jeden Tag auseinander die nehmen, ist mir egal, nach Arbeit, vor Arbeit. Boah, egal, nee, Bruder, nee, Latina, jeden Tag... So freundschaftlich rausgehen, so... Ich merke gerade, ich bin sprachlos, Bruder, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, es ist so, als ob ich gerade Kindern zuhöre, Bruder, wie die so über die randomsten Sachen reden einfach. Das ist so Sandburg-Gespräche einfach so. Während man Sandburg baut, man redet einfach so Kinder halt, ne? Bruder, was soll ich dazu sagen, Bruder? Ich guck mir das so von Weitem an, ich denke mir, was ist diese Scheiße? Baumäßig ja, aber mehr nicht so. 5 von 10 gebe ich dir. Also sie ist nicht hässlich, aber auch nicht wunderschön. Hey, Bro, was gibst du? 6 von 10. Standard gut, Standard gut. Es gibt hässliche. Wird man hässliche Menschen stellen, wäre sie die Schönste. Also so, sie ist nicht hässlich, aber auch jetzt nicht wow, so weißt du, ist in Ordnung. Auf jeden Fall danke fürs Kompliment. Hallo. Ey, wer bist du? Ich bin Ale Quinn. Leute kennen mich schon. Was? Keiner kennt dich, mein Bruder. Wo soll ich anfangen, links oder rechts? Wo dein Herz will. Ja. Ich habe keine Worte, der hat mit meiner Freundin rumgelegt. Wie alt seid ihr, Digga? Walla. Wie alt seid ihr? Ich würde alles dafür tun, um wieder so alt zu sein, Walla. Einfach nur, damit ich Black Ops 2 wieder wie das erste Mal zocken kann. Damit ich noch Kinder... wie heißt diese Ding? Club Pinguin. Damit diese Club Pinguin wieder da ist. Habo ST will ich wieder zocken in diesem Alter. Ha, Bruder, Walla. Ich will wieder Räuber und Gendarm spielen. Alter, Walla. Und die machen so solche Videos. Es ist traurig, Walla. Was? Ist. So, ja, natürlich. Bist du stolz drauf? Ja, bin ich auch. Komm her. Bin ich auch. Ich hab mit deinem Freund, rumgeleckt, ne? Hast du eine Schwester? Ich mach mit dir auch, wenn du willst. Alles gut, alles gut. Ey, weißt du, warum rot geworden ist, weil die so hässlich war? Bra, geh du mal, mal aus der Ecke, mit dir hat gar keiner geredet. Erstens, zweitens, zieh die Maske aus, wenn du vor der Kamera einen auf Mann machst. Dankeschön. Was? Du hast mit meiner Freundin rumgeleckt. Nicoletta, kennst du sogar. Ah, Nicoletta. Ja. Nicoletta. Ja. Du hast mit der rumgeleckt und du leckst rum wie ein Kamel. Du machst so... Wer? Was? Du? Was hab ich gemacht? Was laberst du da? Was laber ich, Junge? Ich war in der Bahn, ich hab alles gesehen. Was hast du gesehen? Du hast nichts gesehen. Was? Wolltest du mit der rummachen? Bist du lesbisch? Ich hab mit der rumgemacht. Ja, wir sind's gewohnt, Chat. Walla, sind wir uns ehrlich, wir sind's gewohnt mittlerweile. Was? Du bist lesbisch. Guck mal, ich sag jetzt, hör mal zu, ich sag jetzt, nein, Pess. Du hast mit meiner Freundin rumgeleckt, Digga. Bruder, die ist gebaut wie ein Spriteflasche, bitte halt mal deine Junge, Stockbeine. Spriteflasche, bitte halt's Maul. Deine Fresse, Junge, was für 13? Guck mal bitte deine Stockbeine. Problem? Ja. Ja, lutsch mal Schwanz. Ich hab auch. Wie willst du eine Frau dran? Guck mal. Einige Menschen haben es einfach wirklich nicht verdient, vor der Kamera zu sein, Bruder. Einige Menschen haben es halt wirklich nicht verdient, Bruder. So, da können jetzt viele Leute sagen, ich. Aber ich denke da eher an sowas, Bruder. Eine Frau kann nicht tragen, aber kein Big Mac, Digga. Was machst du? Junge, guck dich mal an, Junge, da Stockbeine. Wenn du deinen Pulli zurückziehst, da kommt so ein fetten Bock. Jemand denkt, du wärst links, der Junge. Also, so, ich merke halt direkt, der Junge versucht so witzig zu sein, Bruder, vor der Kamera. Weißt du, was ich meine? So, diese Witze hat er sich bestimmt schon zu Hause aufgeschrieben, sind wir uns ehrlich, Bruder. Jetzt, der steht vor der Kamera. So, es ist, Bruder. Guck dich mal. So wie Berat, safe. Ja, Berat ist da sowieso Nummer 1, was das angeht. Leise, Junge, du bist ein Hund, Junge, geh mal bitte. Ich sag jetzt Pess, nein. Okay. Ich konnte die mit dieser Chihuahua verwechseln, Junge. Ich schwör's dir sogar. Er ist halt nicht mein Typ so, aber er ist nett. Und war das gerade nett? War das gerade nett? Nein, also nicht zu ihr, weil, aber ich hab mit dem schon mal persönlich geredet, deswegen, er war halt zu mir nett, deswegen, so, was soll ich dir sagen? Smash oder Pass? Pass. Warum? Er ist halt nicht mein Typ. Was ist jetzt so dein Typ? Sag. Mein Typ sind halt so, ich kenne ihn nicht mal richtig, ich weiß so, aber das, weil er auch mit meiner Freundin rumgemacht hat, ist halt gottlos eigentlich. Nichts anderes kann ich sagen. Was soll ich sonst sagen? Auch Pass? Hey, wow! Ich hab Mutter gehört. Was? Ich hab Mutter gehört! Soll ich dich schubsen? Boah, Labila nicht. Okay. Was sagst du? Pass, aber ist gut. Okay. Ey, Bro! Er sieht sympathisch aus, ich mag seine Locken, aber auch nicht so mein Typ, also Pass. Was ist denn dein Typ? Ja, halt durchtrainiert. Größer! Noch mehr Wünsche? Nein.
Auf jeden Fall. Pez, die trinken mehr als meine ganze Familie zusammen. Letztes Mal, ich habe die mit einer Weinflasche gesehen und Dose dazu. Aber Pez. Stimmt das? Also nur Dose, Weinflasche nicht. Also da wäre ich mir nicht sicher, ne? Da wäre ich mir nicht sicher, da würde ich ganze Stadt da oben fragen. Ha? Bruder, sie weint gerade fast. Nein, tue ich nicht. Ich weiß nicht, du bist so rot wie diese Schrift da hinten. Du weinst oder nicht? Aber ist okay. Egal, egal, Jungs, bitte, sie ist gut. Du, Deutsch, du Ausländer, du habe kein Recht zu reden. Was, Cousin? Sparkasse. Was, ey? Verpiss euch! Aha. Ey, yo. Willst du meine Eier lecken? Ja. Es ist halt wirklich nicht witzig, aber es war so random gerade, deswegen musste ich lachen. Bruder, es ist wirklich nicht cool, in solchen Videos mit am Start zu sein. Also klar, wenn du 18 bist, du hast deine eigene Meinung, so, ist ja alles gut. Gar kein Hate an Luan, an dem Brü. Ich meine dich gar nicht damit, Bruder. So, ich meine deinen Content auch nicht damit. Wir gucken uns ja die Videos selber an, Bro. Aber es ist halt, wenn du als minderjährige Person in diesen Videos da bist und versuchst, auf cool zu machen, aber dich eigentlich zum Affen machst, das ist halt so scheiße für alles, was danach passiert die nächsten Jahre. Seine Eier hat 1 Euro gespendet. Nein, Bro, bitte nicht, Digga. Komm aus die Ecke. Ich zeig dir afrikanische Banane. Jungs, die steht was? Auf Eiern. Ich zeig dir afrikanische Banane. Was geht? Nichts bei dir? Auch nichts. Wer bist du? Stell dich vor. Ich bin André. Was soll ich mal sagen, ja? Hä? Wo soll ich anfangen? Oder wo dein Herz sagt. Immer mein Herz. Ja. Oh, was sagen Sie zu André? Ja, ich kenn den, aber so auf Netz sagt... Du kennst echt viele Jungs, ja? Schneid, also Pess halt. Warum? Ich mag seine Schuhe nicht und sein Style so, aber ich sag so nicht Pess, nein, so nein. Auf jeden Fall, ich sag auch Pess. Die sieht ein bisschen zu jung aus und ja. Guck mal, ich sag dir so, er hat einen guten Style, aber... Warum fängt jeder Satz die ganze Zeit bei denen an? Guck mal, ich sag dir so. jeder Satz einfach. Ich würde den trotzdem passen, weil, keine Ahnung, er ist halt nicht mein Typ. Habt ihr auch mit deiner Freundin rumgemacht? Nein. Auf jeden Fall, bei mir ist auch Pass. Die ist auch ein bisschen zu jung aus und Der ist Mafia, Bruder. Der ist spanische Mafia. Zigeunische Mafia, Bruder. Rumänische. Bist du Rumäner? Sag mal was auf Rumänisch. Bach, Polanka, Polajako, Kilari. Stimmt das so mit Rumänen? Klauen die so Metall? Nein, diese Metall finden die draußen und die verkaufen das und machen guten Geld. Aber Bulgare klauen. Der hat gegen Bulgare geschossen. Oha, verkaufen die nicht ihre Schwestern? Oha, stimmt das. Oder also bei uns ist es nicht so. Bei uns ist es nicht so, Wallah. Cooler Style, aber ich wahrscheinlich bin ich sogar älter als er, deswegen. Egal, wie findest du ihn? Sieht sympathisch aus, aber pass. Leute, das ist die erste Folge, wo mein Arm nicht ganz halt so gemacht wird. Ey, ich fühle mich himmlisch. Pass. Ich nehme alles zurück, Leute. Pass, weil, die ist älter als ich, viel älter als ich, könnte meine Tante sein. Er spielt mit meinem Arm rum, ich glaube, der ist sowas schon gewöhnt. Guck mal, wie der da rummacht. Warte. Ah, und ich will eigentlich nicht schießen, aber sie sieht eigentlich aus wie eine tote Leiche. Was ein ehrenloser Waller. Das ist halt wirklich so. Bruder, tamam, wenn die im Video halt die ganze Zeit laut wäre, auf jeden schießen würde. Ich bin halt immer der Meinung, wenn du auf jeden schießt, da kommt irgendwann irgendwas zurück. Muss, natürlich, Bro. Aber die war die ganze Zeit ruhig, Bruder. Finde ich schade. Nimm das als Humor, sagen wir es so. Also. Hallo. Hallo, was geht ab? Wer bist du? Ahmed. Aber im Endeffekt auch selber schuld. Ja, du gehst zu einer Frankfurt-Tinder-Folge, wo 99% der Leute halt Kopf bisschen ballerballer sind, weißt du? Wer? Ahmed, 18 aus Frankfurt. Okay, wo soll ich anfangen? Ahmed, 18 aus Frankfurt. Gesicht zensieren, ich weiß nicht, wer du bist jetzt. Keiner weiß. Ich weiß, ich such dir aus. Immer soll ich mir aussuchen, Leute. Der sagt, ich soll da mal, wo mein Herz macht. Stefan! Wie geht's dir, Bro? Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Ja, auch. Wo ist Jesus? Der ist heute nicht da, heute. Ah. Ich bin heute alleine, heute. Ah. Ich hab dich vermisst. Alle haben dich vermisst. Ich auch, ja. Oh mein Gott. So, machst du so, was? Ich chill gerade. Chill. Bist du alleine hier? Ich bin alleine hier, ja. Also, wie findest du die Mädels so? Hab ich ganz, was schön, ganz gut. Hab ich was Gutes ausgedrückt? Ja. Würdest du eine daten? Nee, heute nicht. Walla, Bruder, zu sympathisch. Walla, er ist zu sympathisch. Heute nicht, aber sonst. Ja. Leute, das ist Stefan. Ich hab ihn vermisst. Rückblende. Alles klar, hallo, mein Name ist Stefan Bra, hallo. Wie geht's euch alle? Wie findest du ihn? Das ist nicht mein Typ, weil sieht ein bisschen zu alt aus. Nein, so, ich will nicht gegen den schießen, aber sie sehen einfach zu viel, ein bisschen zu alt aus für mich. Deswegen. Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Sieht ein bisschen zu alt aus. Ich wurde zum Familienvater gemacht. Bruder, einfach seinen Nacken zensieren.
wie diese SpongeBob-Folge. Der hat hinten auch ein Gesicht, weißt du? Der wollte diese Gesicht hinten zensieren, Bruder. Einfach Nacken zensieren. Was soll ich machen? Ja, sagen, wie du sie findest. Ja, sie sieht zu jung aus. Gleiches Gegenargument. Leute, das kam jetzt das dritte Mal hintereinander. Alter. Wir haben Chere gemacht. Was für Chere? Ihr habt nicht mal Beef gehabt. Nur Gott weiß, was passiert ist in der Vergangenheit. Was sagst du? Pass. Warum? Er sieht hässlich aus. Er ist hässlich in meinen Augen. Ich sag's mal so, ne? Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber bei deiner Geburt hat man's auch gesehen, was du bist. Seht ihr, wenn man was sagt, kommt was zurück. Selbst der Pfandflaschenautomat hat angerufen, weil eine Pfandflasche mehr wert hat als du. Guck mal, ich hoffe, Gott recht leitet ihn dafür, was er gesagt hat, weil keiner kann was für seine Geburt oder so was. Lieber Gott, lass Gehirne regnen, bitte. Lass Gehirne regnen. Hast du nicht gesagt, der ist hässlich, Walla? Und jetzt so. Abdallah, der große Päcker, hat eine Ohrenschmerzen. Muss die Bau mal einen Kopf, ich bin bald da. Du rauchst doch gar nicht, Abdallah. Aber nur weil er hässlich ist, braucht er nicht halt so mäßig zu schießen, nur weil er halt gehatet wurde, so. Und niemand kann was dafür, wie er geboren wurde. Also ist er hässlich, aber er kann nichts dafür. Ich kann das nicht, Bruder. Ich kann das nicht. Bruder, ich weiß ja, dass einige Menschen auf dieser Erde genervt werden mussten. Mussten so, ne? Weil sonst die Welt wäre zu gut, Bruder. Aber so krass genervt, Bruder. Bei der hat man Windows Update aber zurückgemacht, Bruder. Diese Zeitmaschine. Abo, Bruder. Fällt dir meine Hand? Ja, sieht sehr schön aus. Bruder, warte, kann ich nochmal auf die Knie gehen? Ich hab nichts gehört, ich war zu weit oben. Ich muss auf die Knie gehen. Ich muss nochmal runtergehen, sondern ich hab sie nicht gehört, ich hab nur Mimimi. Komm mal her. Ach schon, auf die Knie, auf gar keinen Fall. Er will doch auf die Knie gehen. Ja, dann kann er, nein, einfach dir einen auf die Knie gehen, aber doch nicht bei mir, Junge. Guck mir nicht an, sage. Stickete Pinjenuk, Kudrakte Pinjenuk. Was ist Bula? Stickete Pinjenuk. Ich hab tote Generation am Pula, sind sogar tot morste, Pula, Wacke Grasse. Ba, Pula morti voștri, ja, Kokilar arte ca moartea să moară familia mea. Oder er sieht ein bisschen so aus und er redet ein bisschen wie dieser Gehessamini Majibe, ne? Bisschen schon, ne? Keine Ahnung, aber Suchipula. Suchipula, wie findest du ihn? Ja, er sieht süß aus. Ich mag auch seinen Style, seine Schuhe feiere ich, also Smash. Oh! Das ist Smash. Oh! Heiraten! Ja, was willst du von mir hören, Bruder? Ja, eine Antwort. Ja, was willst du hören? Frag ruhig. Ja, die hat zu dir Smash gesagt. Wie findest du sie? Sympathisches Mädchen. Haben ein bisschen privat gequatscht. Charakter bestens. Oh, Smash. Smash oder Fest? Smash. Klatsch. Warte. Wollt ihr jetzt Nummer austauschen? Insta? Ja, austauschen. Ja, Behinderte. Wir machen Nürnberg-Style. Umarmt euch! Ich hab vor, von dieser Schiene wegzukommen. Ich weiß, diese Videos, die bringen Klicks und so, aber man ist abhängig von anderen Leuten und im Vlog. Oho, Luan macht Real Talk, okay. Werdet ihr sehen, es ist schwer. Ich schreib 15 Leute an, die schreiben mich auch an, die haben Bock, da mitzumachen und dann kommt keiner. Ich hab keinen Bock, von anderen Leuten abhängig zu sein. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, was ich reden kann, schreibt's in die Kommentare. Das ist halt gut zum Zuschauen so, aber nach dem Video, man fühlt sich wie, als hätte man einen Doktortitel. Das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat euch... Bruder, ja, ich kann dir da gerne behilflich sein. Ich habe halt nicht viel Ahnung von Street-Videos so, aber selbst da kann man Lösungen finden. Ja, nee, du kannst da natürlich verschiedene Formate machen. Du kannst da Leute nach etwas fragen. Da gibt's andere Leute, die machen dieses Random-Date-mäßig, wo die sich zwei Leute random holen und dann versuchen, so dass sie sich gegenseitig verstehen. Sowas kannst du machen. Du kannst Leute auf der Straße ein bisschen, weißt du? Ja, ne, da gibt's viele Ideen, Bruder. Oder du machst es halt wirklich so, dass du eher auf ältere Leute gehst und versuchst, ältere Leute mit in die Videos reinzunehmen. Das wäre wirklich, da hat glaube ich, gar keiner was zu, ja, ne, zu, weißt du, was ich meine, zu beschweren. Bisschen Geburt, aber, ja, starkes Video. Starkes Video, Digga.